Wir sind heute zum Wat Thong Nai Pan Tempel gefahren. Andi sagt, das Besondere hieran ist, dass er weiß ist. Das gibt es wohl nicht so oft. Und ja, jetzt wollen wir uns das Ganze hier mal anschauen. Sieht ja schon mal sehr schön aus. Roten Tempel haben wir schon mal auf Koh Samui gesehen. Aber sowas Weißes ist mir eigentlich in Thailand noch nicht untergekommen. Schlicht und einfach wie die Raufasertapete zu Hause. Einfach weiß. Scheint noch frisch gestrichen zu sein. Da oben steht noch der Malerstuhl. Und da ist wieder so ein Ofen. Nee, das sind keine Öfen, das sind Grabstätten. Hier, in dem Tempel. Hier oben sind Grabstätten. Da in der Klappe, die Klappe. Ach so, in der Klappe, stimmt. Das ist eigentlich ein Friedhof hier. Sieht aus wie ein Friedhof. Ja. Da oben ist ein Ofen, tatsächlich. Hier werden die Einheimischen verbrannt. Und das sind wahrscheinlich besondere Einheimische oder Mönche, die da in diesen Schrein untergebracht sind, glaube ich zu wissen. Jetzt gehen wir mal um den Tempel. Können wir uns das besser mal angucken? Auch hier die Handwerker wahrscheinlich sehr bierdurstig, wie es ausschaut. Aber momentan scheinen sie Siesta zu haben. Wer viel arbeitet, hat viel Durst, sah ich da nur. Aber sehr viel Durst. Ich dachte mal, die Menschen trinken nichts. Aber sind ja die Handwerker. Sieht aber auch schön aus. Ach, das sind die Flaschen. Da sind die Schreins draus gebaut. Aus den Flaschen. Stimmt. Wir dachten, das ist schon eine Sammelstelle für Flaschen. Aber das ist nicht der Fall. Nein, hier kann man es ganz gut erkennen. Da überall Flaschen verbaut. Früher sagte man noch Werkstoffhandel. Okay. Krass, wa? Schauen wir da mal rein. Wow, das sieht doch immer aus. Da kann man nicht meckern. Schnell mal die Schuhe ausgezogen und hinein ins Gewölbe. Man hört schon den Hall. Wow. Und jetzt wissen wir, wie voll die ganzen Flaschen sind. Okay. Mal ganz was Neues. War auch noch nicht gesehen. So kann man auch Betstätten holen aus Recycle-Material. Katrin, wo bleibst du? Moment. Erst einmal die Schuhe ausziehen in den Tempeln anhaben. Sehr schön. Und wie sieht schön aus, ha? Hat was. Cool. Wir sind jetzt hier ein paar Stufen hochgekraxelt, sag ich mal. Und jetzt sieht man hier noch mal richtig gut, dass die das alles aus diesen Flaschen gemacht haben. Irgendwie ist das mega interessant, weil als wir eben unten angekommen sind und die ganzen Glasflaschen gesehen haben, dachten wir erst so, wow, also die trinken ja aber ganz schön viel beim Arbeiten. Aber nee, dem ist nicht so. Das ist wirklich hier teilweise fast alles aus diesen Flaschen gebaut. Und das hat irgendwie so, wenn die Sonne raufscheint, sieht das total schön aus. Das leuchtet so ganz speziell durch diesen, ja,
muss man sich dann halt anschauen. Sieht echt cool aus und sehr schön hier. Schade, dass die Anlage nicht ganz so gepflegt ist. Aber toll. Wow. Das hat eine Aussicht. Hammer. Ich bin begeistert, muss ich mal sagen. So eine kleine Anlage mit Krematorium. Das war ja das Weiße. Wo wir es gedacht haben, ist der Weiße Tempel. Nein, das ist das Krematorium. Und dann einfach mal anders. Eine andere Tempelanlage hier in Thailand. Wir haben mal kurz auf die Schreine geblickt. Die letzten zwei, glaube ich, die hier oben sind. Und ansonsten super Blick aufs Meer. Gehen wir eigentlich hier? Da gehen wir gleich hin zum Meer und schauen mal, wie es da aussieht. Ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen fahren. Ein Stückchen. Vielleicht. Eventuell. Das ist ein Blick hier. Wie im Paradies. Genau, das alles vom Friedhof. Krematorium. Krematorium, naja, das ist da unten nochmal. Beste Ruhestätte, könnte man fast sagen. Schaut mal hier. So ist der Blick. Bis dann.